Heute möchte ich ein bisschen mit euch darüber reden, dass ich früher immer, ich bin ja auch recht klein, mich nicht getraut habe, mich zu melden, wenn mir was passiert ist. Und dadurch gerade im Kindergarten war ich ja da unter Normalus war, wobei man das nicht sagen kann, jeder hat eine Behinderung. Ich war halt die einzige oder einer von zwei Kindern mit Spastik und war dann halt die kleine Schwache, an der andere ihren Frust ausgelassen haben. Ich bin früher viel geschlagen worden dort. Einmal wurde ich echt gefesselt, mir morgen die Augen zugeklebt und. Aber was halt auch war bei Kindern aus dem Kindergarten, bei meinem damaligen Stiefbruder, dass ich sehr anfällig war für sexuelle Übergriffe, weil ich durch meine verschrobene Wahrnehmung, ich bin auch jemand, der Realitäten oft verdreht, weil ich sehr vergesslich und unsicher bin, war ich halt echt auch anfällig für, ich war halt so ein leichtes Opfer für Übergriffe. Ich habe um Anerkennung gekämpft, weil ich mich einfach vollwertig fühlen wollte, habe Dinge gemacht, wie ich habe mir die Hosen runterziehen lassen, ich habe mich anfassen lassen, ich habe mich schlagen lassen, ich habe alles Mögliche mit mir machen lassen, einfach weil ich dachte, lieber schmerzhafte, unwürdige Anerkennung, als alleine zu sein. Ich habe halt echt alles gemacht, um irgendwie Anerkennung, Zuneigung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich kam teilweise mit blauen Flecken nach Hause, habe nie gesagt, wo ich die her habe, weil ich Angst hatte, dass man die das waren, Ärger kriegen, dass die dann nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Und haben dann halt eher Schläge eingesteckt von allen möglichen, als irgendwie am Ende alleine zu sitzen. Da zu sitzen. Und ja, das war halt so mit die schlimmste Phase meines Lebens. Es wäre, wenn du einfach sein willst wie jeder andere und die nutzen das dann aus. Und ja, ich habe das damals halt auch nicht wirklich begriffen, weil ich war ja, wie alt war ich da? 3, 4, 5. Und eine 5-Jährige weiß halt nicht, dass wenn ihr die Hose runtergerissen und sie anruft, was wird, das ist dann sexueller Übergriff oder was weiß ich was. Du weißt es nicht mit 5 nicht. Du machst halt mit, weil du Angst hast, sonst alleine zu sein. Und das war somit eins der schwersten Dinge in meiner Kindheit. Ja, danke fürs Zuhören und bis bald.